Hallo Leute, herzlich willkommen. Ich habe euch ja beim letzten Mal schon berichtet, was der Raspberry Pi ist und was ich so damit vorhabe. Und ich werde euch heute in diesem Video zeigen, wie ihr den Raspberry Pi einrichtet, damit ihr einen RetroPi habt. Das heißt, einen kleinen Minicomputer, der ganz viele Emulatoren abspielen kann und mit dem ihr so ziemlich jedes System, was euch so einfällt, bis zu einem gewissen Cut-Off-Punkt, sagen wir GameCube-Era, PS2 wird schon schwierig, je nachdem emulieren könnt. Und das eben auch sehr schön. Erstmal, was ihr dazu braucht, ist natürlich ein Raspberry Pi. Ihr seht, ich habe meinen ein bisschen geupdatet. Erstmal habe ich eine durchsichtige Hülle geholt und dann auch ein paar Heatsinks. Einfach aus dem Grund, weil er bei PS1 Spielen ohne Heatsinks in der alten Hülle, die recht geschlossen war, ziemlich heiß wurde. Und diese Hülle hier auch den Vorteil hat, dass man die SD-Karte relativ einfach rausholen kann, was zwar bei dem anderen auch theoretisch ging, aber da war so ein Nupsi drauf und den habe ich nicht mehr abgekriegt. Deswegen, so sieht mein Raspberry Pi jetzt aus für alle, die interessiert sind. Aber kommen wir zum Punkt, und zwar der Installation des Raspberry Pis als RetroPi. Wie gesagt, ihr braucht einen Raspberry Pi, ihr braucht ein Stromkabel dafür und ihr braucht im Endeffekt noch eine MicroSD-Karte, die ist hier jetzt drin. Ich kann sie aber gerne mal rausholen. So sieht die aus. Wer noch nie eine MicroSD-Karte gesehen hat, das ist eine MicroSD-Karte. dann braucht ihr natürlich einen PC mit einem Kartenlesegerät. Falls ihr jetzt kein Kartenlesegerät habt, es gibt ganz günstige USB-Plug-in-Card-Reader, die meistens dann aber keinen MicroSD-Kartenslot haben, aber meistens bekommt ihr ja zu einer MicroSD-Karte eben so einen Adapter mit dazu. Und ja, ich habe den RetroPi jetzt schon ein bisschen ausprobiert, ein bisschen damit experimentiert und wir werden uns jetzt mal angucken, wie die ganze Installation abläuft. Dazu schalten wir erstmal rüber auf den Desktop. Okay, das wird wie gesagt eine etwas genauere und sehr tiefgründige Erklärung. Wer nur die großen Sachen will, der wird sich zurechtfinden auf der RetroPi-Seite. Aber für die Leute, die da ein bisschen Angst vor haben und die eben nicht wissen, was man da so machen muss, ist es eigentlich recht einfach, aber wird hier natürlich trotzdem Schritt für Schritt erklärt. Es ist eben ein Anfängerguide. Also, zuerst einmal braucht ihr natürlich das RetroPi. Das bekommt ihr auf der offiziellen Homepage, die sieht so aus. Und da geht ihr einfach auf Download und dann sagt ihr, welches Modell ihr habt. Also entweder habt ihr den Raspberry Pi 0 oder 1 oder den 2 oder 3. Wir haben den 3 Modell B, der passt hier mit rein. Und dann laden wir das Ganze runter. Ihr seht, hier unten lädt das Image runter. Und damit wir das ganze System dann auch auf unserer SD-Karte installieren können, brauchen wir noch ein Programm, das nennt sich Win32 Disk Manager. Den habe ich jetzt schon runtergeladen. Also, das brauche ich jetzt nicht mehr, aber den findet ihr eigentlich überall. Gut, dann ist das Image unterwegs. Das dauert ein bisschen lange gerade. Aber in der Zwischenzeit können wir ja schon mal den Win32 Disk Manager installieren. Das ist dieses hier. Und dann machen wir das hier mal klein. Ja, ihr akzeptiert natürlich das License Agreement. Dann sucht ihr euch aus, wo ihr das hin installieren wollt. Bei mir mache ich das jetzt mal auf K. Auf Programme und dann wird das Ganze installiert. Relativ fertig. Und dann könnt ihr das auch gleich launchen, wenn ihr alles sonst soweit habt. Dann seht ihr solch ein Fenster. Und dann warten wir erstmal darauf, dass unser Pi als File dann auch mal ankommt. So, nachdem ihr das Ganze dann runtergeladen habt, das Image-File, müsst ihr natürlich dieses installieren, das ist nämlich euer Betriebssystem. Ohne das macht der Raspberry Pi erstmal gar nichts. Dazu geht ihr in den Win32 Disk Manager, wählt euer Image aus, wo auch immer ihr das hingepackt habt. Und dann müsst ihr noch sagen, wohin er das installieren soll. Er sucht sich automatisch schon eben SD-Karten, sodass hier nur H, was bei mir eben der SD-Karten-Slot ist, ausgewählt werden kann. Den Rest könnt ihr eigentlich alles einfach ignorieren und dann drückt ihr auf Write. Dann fragt ihr euch, ob das wirklich sein soll und das alles kaputt machen kann, was auf der Karte ist. Da das aber eine frisch aus der Packung geholte Karte ist, ist das kein Problem und dann drücken wir auf Ja.
und schon installiert er das Ganze. Sind 2 GB etwa an Installationsgröße. Das müsst ihr natürlich beachten, wenn ihr das Ganze installiert, denn ich empfehle mindestens 8 GB als Speicherplatz, damit ihr auch ordentlich was machen könnt mit dem Teil. Sonst ist das relativ schnell voll. Ich meine, Super Nintendo und NES und so weiter ist alles nicht so groß, aber solltet ihr euch in PlayStation-Gefilden bewegen wollen, dann wird es auch schon eng. Deswegen entsprechend empfehle ich doch mindestens 8 GB, 16 sind sogar besser. Und je mehr Platz ihr habt, umso mehr Spiele könnt ihr auf euren RetroPie installieren. Wir warten auf die Installation und dann geht's weiter. Wenn eure Installation dann fertig ist, bekommt ihr diese Meldung, Write Successful, das heißt, alles hat funktioniert. Und ihr könnt jetzt eure MicroSD-Karte in den Raspberry Pi packen. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite gleich wieder. Der Raspberry Pi fährt dann das erste Mal hoch. Ihr seht eben den Linux-Kernel, der hier arbeitet, bis ihr dann hier ankommt. Beim RetroPie Splash Screen, der euch zeigt, hey, ihr habt soweit erstmal alles richtig gemacht, denn euer RetroPie funktioniert und fährt hoch und lädt und macht das, was er tun soll. Und jetzt fährt er hoch. Das dauert eine Weile, beim ersten Mal dauert es noch ein bisschen länger, weil er noch ein paar Sachen installieren muss. Wundert euch nicht, das ist nicht die normale Hochfahrgeschwindigkeit. Normalerweise schafft er das durchaus etwas schneller. Aber wie gesagt, beim ersten Mal starten wird noch ein bisschen im Hintergrund installiert, entpackt, gestartet und so weiter. Und dann kommen wir auch schon zu dem Punkt, der wichtig ist für die meisten, denn ihr könnt ein Gamepad anschließen. Natürlich könnt ihr ein Gamepad anschließen. Es gibt sogar mittlerweile Super Nintendo und Mega Drive und so weiter als USB Gamepad. Ich habe hier jetzt den EasyS Max, also einen Xbox 360 Controller, um genau zu sein. Ein Wireless, was auch problemlos funktioniert, den ich hier angeschlossen habe und den mache ich jetzt an und sage ihm, hallo, hier bin ich. Zack. Und schon sind wir in der Installation und der Einrichtung unseres Gamepads. Jetzt können wir das alles einstellen. Hoch, runter, links, rechts, Start, Select, A, B, X, Y, linke Schulter, rechte Schulter, linker Trigger, rechter Trigger, der linke Thumb-Button, der rechte Thumb-Button, der Left-Analog-Stick, also das sind die Sticks. Hoch, runter, links, rechts, hoch, runter, links, rechts und das war's schon. Und dann sagen wir dem Gerät, hey, fertig. Und dann sind wir auch schon auf unserem OS, unserem frisch installierten RetroPie. Der hat natürlich noch keine Spiele. Entsprechend sind hier auch noch ein paar Sachen zu machen. Aber soweit ist unser System erstmal fertig. Jetzt geht es daran, dass wir das System ins WLAN bringen, was natürlich ein wichtiger Punkt ist. Denn nur so könnt ihr Spiele übertragen. Also zumindest ist es die einfachste Variante, Spiele zu übertragen. Es gibt noch die Möglichkeit, das Ganze über Netzwerkkabel zu machen. Ihr könnt es auch über einen USB-Stick machen. Alles kein Problem. Die einfachste Variante vom PC auf die Karte zu bekommen, ist aber eben einfach das Ganze via WLAN zu machen. Und dazu müssen wir auch noch ein bisschen was tun. Dazu gehen wir hier auf Wi-Fi und klicken einfach auf Weiter und dann kommen wir auch wieder in das Backend und Connect to Wi-Fi Network. Wählen wir da aus, dann suchen wir unseres, nicht das hier, hier sind ganz viele lustige Namen, die Marianne, Conny und Rico sind hier auch vertreten, aber wir nehmen unseres, was eigentlich ganz simpel so heißt, wie es vorher hieß. Und dann müssen wir den Key eingeben. Jetzt wird es interessant, denn jetzt müssen wir eine Tastatur einschließen. Leider finde ich sehr, sehr schade, dass hier das Backend nicht entsprechend geupdatet wurde, dass man das mit Controller eingeben muss. Aber das ist auch eine der wenigen Situationen, wo ihr tatsächlich eine Tastatur am Raspberry Pi braucht. Genau, und zwar müsst ihr noch aktivieren, dass eben ein Zugriff auf das System möglich ist. Dafür habt ihr folgende Möglichkeit.
Da haben wir es auch schon. Ihr seht schon, das Menü ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber deswegen mache ich ja das Video, damit ihr eben auch seht, wo die ganzen Sachen sind. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht auf Anhieb gefunden habe. Ich hätte es mir aufschreiben sollen, aber ihr seht, SSH, Enable Disable Remote Command Line Access to your Pi using SSH. Das selektieren wir und das machen wir ja. Und der SSH-Server ist bereit. Also zurück in unser Menü und zurück auf den Rechner. So, damit wir dann eben die Spiele auf dem RetroPie installieren können, müssen wir einen Zugang über das Netzwerk machen, was nicht ganz so einfach ist, denn ihr könntet natürlich sagen, hey, ist doch überhaupt kein Problem, ich greife über meinen PC darauf zu, über das Netzwerk. Allerdings ist da die Schwierigkeit, da das System eben auf Linux basiert, dass es auch ein Linux-System und ein Dateiensystem in Linux basiert hat, worauf ihr eben nicht so einfach zugreifen könnt mit Windows. Entsprechend brauchen wir auch hierfür eine kleine Extra-Software. Das gibt es sehr, sehr viele verschiedene. Die ich eigentlich ganz gerne nehme, ist eben WinSCP. Hier ist der Installer. Blablabla. Macht immer Benutzer definiert, sonst ballert euch euer System irgendwann in den Hintern. Kleiner Extrip von mir. Das könnt ihr eigentlich alles so lassen. Das ist alles. Ich meine, es sei denn, ihr wollt irgendwie noch eine besondere Sprache wie Finnisch, könnt ihr das Ganze eigentlich alles einfach so lassen, wie es ist. Das mache ich mal aus. Das finde ich doch ein bisschen sehr seltsam. Und dann machen wir das als Explorer. Nein, wir machen das als Commander. Wie der Toto Commander aufgebaut eben. Dazu müssen wir wieder unsere Benutzerdaten eingeben. Das ist RetroPie, Username Pi, Passwort Raspberry. Soll die Verbindung fortgesetzt und der Rechnerschlüssel im Speicher abgelegt werden. Der möchte jetzt einfach einen Schlüssel ablegen, dass das alles so in Ordnung ist und dass wir das genehmigt haben, diese FTP-Verbindung. Deswegen sagen wir einfach ja und sind im RetroPie. Tada! Und hier sind wir eben in dem File-Menü und hier könnt ihr eben dann ROMs aufspielen. Hier findet ihr die ganzen, unter RetroPie ROMs, findet ihr die ganzen bereits vorinstallierten Emulatoren. Das sind, wie ich sehr schade finde, nicht alle genannten, die eben auf der Homepage genannt werden, die vom Raspberry Pi unterstützt werden. Wie wir eben später dann auch diese installieren, die zusätzlichen Emulatoren, kommen wir dann noch zu. Aber erstmal habt ihr hier so eigentlich die gängigsten Emulatoren, die ihr so nötig habt. Wir haben hier NES, wir haben das Super Nintendo eigentlich auch irgendwo. Da, SNES. Dann haben wir das Genesis, also der Master System. Ne, der Mega Drive. Das Master System ist ja nochmal was anderes. Wir haben es aber auch nochmal unter Mega Drive, also da könnt ihr euch sogar frei auswählen. Das Nintendo 64, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, PC Engine, PlayStation 1, Sega 32X, Sega CD, der SG-1000, Vectrex, ZX Spectrum, etc. pp. Ihr seht aber, das ist eigentlich ganz einfach. Ihr könnt jetzt relativ einfach alles installieren. Und zwar könnt ihr einfach eure ROMs hier auf eurem PC aussuchen, wenn ihr wisst, wo die sind. Das ist eigentlich ja meistens recht einfach, wenn man ein aufgeräumt und geräumtes System hat. Dann hat man da auch irgendwo einen Ordner mit seinen ROMs. Okay. Ihr seht, da habe ich so meine lustigen Ordner. Und wir installieren jetzt mal einen ROM, den ich extra dafür ausgewählt habe. Den habe ich nämlich auch irgendwann mal, ich glaube, den habe ich tatsächlich, das Spiel hatte ich original und habe es gezogen. Ich bin mir jetzt nicht gerade sicher. Jedenfalls macht ihr dann einfach einen Rechtsklick, hochladen, plöpp, plöpp und schon ist es auf eurem RetroPie installiert. Jetzt müssen wir den RetroPie allerdings neu starten, damit diese Spiele auch auftauchen. Das ist aber auch kein großes Problem. Ihr könnt den Stecker ziehen oder unter dem entsprechenden Menüpunkt das System neu starten. Und wenn das System wieder da ist, dann sehen wir uns auf der Seite dann auch wieder.
So, hier nochmal der jetzige Boot. Also mittlerweile läuft das ein wenig schneller, ihr seht das. Jetzt sind wir schon wieder im RetroPie Splash Screen. Ich werde euch jetzt, also jetzt seid ihr eigentlich soweit und könnt losspielen. Jetzt seid ihr an dem Punkt, wo ihr sagen könnt, okay, wir können losspielen. Ihr seht, er hat das Spiel entdeckt und sieht, okay, es ist ein NES-Spiel im NES-Folder. Dann gehen wir einfach in das Untermenü, wählen die Caveman Games aus und schon läuft die Karre hoch. Ja, und so sieht das Ganze dann eben aus, wenn ihr alles eingerichtet habt. Ihr könnt eben noch ein bisschen Sachen machen, nämlich das mit dem Scrapper. Da könnt ihr eben diese lustigen Bilder an der Seite, die ihr hier seht, mit den Infos, werden dann automatisch aus dem Internet runtergeladen. Und dann könnt ihr, die braucht ihr natürlich nicht, die sind völlig optional, aber für mich macht es das Ganze noch ein bisschen schicker. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Schauen wir uns doch mal Gran Turismo an. Da wird es dann also auch schon Sony Era. Da wird es eben spannend, denn die PlayStation ist ein wenig schwerer zu emulieren, weswegen ich ja, wie gesagt, die Heatsinks installiert habe. Denn das macht das Gerät ein bisschen wärmer. Aber es läuft smooth as butter, if you will. Wir sehen hier das Intro mit den vorgerenderten Grafiken von Gran Turismo. Das gibt mir jetzt mal. Und gehen direkt ins Spiel. Ich habe hier auch schon einen Spielstand. Die Ladezeiten sind ein wenig niedriger, als es so bei der PlayStation direkt war. Das ist eben der Vorteil der Emulation. Und dann können wir unsere Sachen auswählen. Ich habe hier auch schon meine A-Lizenz. Nein, meine B-Class-Lizenz habe ich schon. Nee, habe ich nicht. Hat es nicht geladen. Ach so, das muss man hier. Aber das ist jetzt auch erstmal völlig egal. Ich wollte euch ja nur zeigen, dass auch wirklich das Ingame funktioniert. Und das seht ihr hier. Und ihr seht schon, es funktioniert ziemlich gut. Und läuft auch recht stabil und flüssig. Und ich habe bisher bei den Spielen, die ich angetestet habe, keinerlei Probleme gehabt. Bei manchen Spielen kann es ein bisschen zu Schwierigkeiten kommen, wenn es darum geht, was direkte Eingabe geht. Manchmal ist die Eingabe ein bisschen langsam, aber das liegt einfach daran, was für Monitore wir haben. Aber das ist bei manchen Spielen schwerwiegender als bei anderen. Gerade bei so Spielen wie Super Mario auf dem Super Nintendo sind die Button-Eingaben manchmal ein bisschen spät, aber das ist gewöhnungsbedürftig zum Anfang, aber früher oder später hat man sich daran gewöhnt. Jetzt hier nochmal Crash Bandicoot, der ja bald, oder ist er schon sogar re-released auf dem Super Nintendo? Weiß ich gerade gar nicht. Und ihr seht auch, der macht hier keine großen Schwierigkeiten. Also die Emulation ist wirklich sehr, sehr fein und sehr, sehr gut. Und das System, dadurch, dass es recht offen gestaltet ist, funktioniert auch ziemlich gut. Also ihr habt hier wirklich keine großen Schwierigkeiten, neue Emulatoren zu installieren. Das werden wir dann in einem anderen Video uns anschauen. Und es gibt ja dann auch noch eine andere an Retro orientierte Konsole oder ein anderes OS, was eben das Ganze auch macht, nämlich das jetzt muss ich kurz nachgucken, damit ich nicht falsch sage. Retrocast? Ich glaube Retrocast. Moment. Aber ihr seht, es läuft auf jeden Fall alles sehr, sehr gut und funktioniert sehr, sehr schön. Recall Box heißt das Ganze, genau. Die Recall Box, und das werden wir uns dann auch nochmal anschauen. Das heißt, wir werden die beiden Systeme miteinander vergleichen und gucken, wie das Ganze denn zu unterscheiden ist. Dazu wird es auch nochmal ein extra Video geben. Dann werde ich euch auch zeigen, wie man einen Bluetooth-Controller, nämlich den PS3-Controller, an das Gerät anschließt.
was nicht ganz so einfach war, muss ich ehrlich zugeben. Also ich hatte da so meine Schwierigkeiten mit. Zu Anfang habe ich den gar nicht zum Laufen bekommen, aber früher oder später hat es dann auch funktioniert. Und wir gehen jetzt mal aus der PlayStation raus. Ihr seht die Heatsinks. Wenn nämlich die Heatsinks, wenn das System warm wird, was es jetzt nicht mehr tut dank der Heatsinks und dem offenen Case, dann habt ihr rechts oben auch eine Hitzeanzeige, was ich sehr, sehr schön finde. Und wir gehen einfach mal hier in Super Nintendo und nehmen mal was. Was nehmen wir denn? Nehmen wir hier einfach mal Raw. Dass ihr auch seht, dass das Super Nintendo gut funktioniert und super emuliert ist. Alles das funktioniert sehr, sehr schön und sehr, sehr fein und ist wirklich, wenn ihr euch eben nicht alles vorstellen wollt mit Konsolen, um alles Mögliche zu spielen, eine sehr, sehr schöne Alternative, um das Ganze eben, ja, um das Ganze eben einfach ja, sehr, sehr schön zu haben und sehr, sehr kompakt eben zu haben und auch noch andere Möglichkeiten zu haben. Kann man sogar Luna Vachon auswählen. Das Valet von Bam Bam Bigelow. Ja, das sind Zeiten. Da ist Luna Vachon gegen den Undertaker. Das ist ja wohl ganz spannende Geschichte. Wir gucken hier jetzt auch nochmal kurz rein. Einfach nur, um euch das auch zu zeigen, dass die Emulation auf dem Super Nintendo auch funktioniert. Problemlos. Und finde ich eben sehr, sehr schön, dass das Ganze möglich gemacht wird. Das ist auch ein System, was ständig in Entwicklung ist. Also es wird ständig neue Sachen geben, die da hinzugefügt werden und verbessert werden. Und das ganze System ist eben quasi in dauerhafter Entwicklung. Es gibt auch Open Source, ihr könnt das Ganze unterstützen, indem ihr eben entweder Geld mit reinpumpt in das Ganze oder eben sagt, okay, ich kann programmieren oder kann dies oder kann jenes und euch daran beteiligen an der weiteren Verbesserung des Retro-Pies. Der Undertaker haut mir hier jetzt nur noch ab. Und ja, dann habt ihr eigentlich ein ziemlich günstiges, aber sehr, sehr schönes, über HDMI angeschlossenes System, um lustig tralala alles zu spielen, was eben in der damaligen Zeit so unterwegs war. Gut, das soll es auch gewesen sein in diesem Video. Wir werden uns, wie gesagt, noch mit einigen anderen Themen, was den RetroPie betrifft, beschäftigen. Wir werden uns noch damit beschäftigen, was dann eben der Recall Box kann oder die Recall Box und ob die vielleicht besser ist als der RetroPie. Und wir werden uns natürlich auch noch mit anderen Dingen beschäftigen, was den Raspberry Pi angeht. Aber von dieser Seite erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie das ganze System funktioniert und was ihr hier für eine ordentliche Installation machen müsst. Ich denke, es ist eigentlich alles recht einfach. Das kriegt ihr hin. Da muss man keine Angst vor haben. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.